Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO-Video und heute geht es mal wieder ums Thema Traden. Ich habe jetzt schon sehr viele Videos zum Thema Traden gemacht, diese From Nothing to a Knife Serie, aber es gibt immer noch Fragen und ich bekomme jeden Tag Kommentare oder Chats im Livestream. Yo Mark, was sind sozusagen die besten Items zum Traden? Ich habe jetzt 50 Euro in Steam zum Beispiel, aber ich weiß nicht, in was ich das investieren soll, dass ich noch erfolgreiche Weiden traden sollte oder... Ich habe jetzt zum Beispiel mehrere Angebote, welches sollte ich eher annehmen, welche Items sollte ich eher meiden oder in welche sollte ich eben investieren oder welche Items sollte ich eben eher sozusagen annehmen, um die dann weiter zu traden. Und ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Items rausgesucht und mich mal ein bisschen auch in diese Fachschaft sozusagen mal informiert und ja, möchte heute mal sozusagen ein paar Items euch zeigen, die sehr gut zum Traden sind und die euch eigentlich praktisch einen erfolgreichen Trade auf eurer Seite eben garantieren. Wir fangen gleich mal an mit dem besten Item oder mit den besten Items überhaupt zum Traden und das sind Case Keys. Keine Sticker Capsule Keys, sondern ganz normale Case Keys. Und da ist es zuallererst mal komplett egal, ob es E-Sport Cases sind, ob es zum Beispiel eine Phoenix Case, eine Vanguard Case oder auch eine Gamma 2 Case Key oder was auch immer sind. Also es ist komplett egal, welche Schlüssel es sind. Hauptsache es sind eben Case Keys, wie gesagt keine Sticker Capsule Keys. Diese Case Keys kann man für 2,40 Euro in-game in CSGO kaufen oder auf dem Steammarkt für ungefähr 2,50 Euro, 2,60 Euro. Ich würde aber ganz ehrlich keine dieser beiden Optionen sozusagen euch empfehlen. Ich würde euch ganz ehrlich empfehlen, auf OP Skins zum Beispiel Cases zu kaufen, Case Keys zu kaufen. Da kosten die Keys ungefähr immer 20 bis 30 Cent weniger und sozusagen, wenn ihr jetzt erstmal Geld in das Ganze investieren wollt, würde ich euch auch empfehlen, kauft keine Steam Guthabenkarten, sondern ja, ladet eben euer Geld am besten über PayPal zum Beispiel auf OP-Skins drauf oder so. Da könnt ihr nämlich die Keys einiges billiger kaufen. Ebenso gibt es noch Leute, die zum Beispiel auf Reddit über BitSkins Keys noch billiger verkaufen. Über CSGO Lodge würde ich sowas überhaupt gar nicht machen. Ich würde, wenn dann wirklich, eben extrem trustbaren Tradern vielleicht mich da mal ein bisschen genau informieren und es dann vielleicht über solche Leute kaufen, zum Beispiel über BitSkins. Es gibt auch Leute über PayPal, jedoch muss man da natürlich auch immer aufpassen zum Thema Scam. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Deswegen, wenn ihr wirklich nur mal sicher gehen wollt, dann geht's auf OP Skins. Ja, ladet euer Geld drauf auf oder kauft sie eben einfach in-game in CSGO. Kauft sie aber auf keinen Fall auf dem Steam Community Market, weil da sind die einfach teurer, aber... Ich verstehe eigentlich bis heute nicht, warum Leute immer noch für 2,60 Euro auf dem Steam Community Markt zum Beispiel Case Keys kaufen, anstatt sie wirklich in-game für 2,40 Euro zu kaufen. Aber hey, ja, es gibt eben leider immer dumme Menschen. Tut mir leid, aber ist einfach so. Also sozusagen das allererste Item oder die allerersten Items sind insgesamt Case Keys. Und es ist eigentlich auch komplett egal, ob es jetzt E-Sport Cases oder E-Sport, ja, ob es eben Schlüssel für E-Sport Cases, für Vanguard Cases, für Gamma Cases oder was auch immer sind, weil der Preis von diesen Keys ist immer gleich. Der Preis ist immer 2,40 und es ist komplett egal, welche Art von Key es ist und normalerweise ist das auch wirklich die Währung in CSGO. Also es ist normalerweise komplett egal. Es gibt vielleicht Trader, wo wirklich sagen, okay, ich will nur Gamma Cases, aber oder Gamma Case Keys, aber lasst euch davon nicht beeinflussen, ihr könnt jeden Key sozusagen kaufen und es ist komplett egal welches, weil die Keys sozusagen die offizielle Währung von CSGO sind. Jetzt habe ich mich aber auch nicht nur über Keys informiert, sondern ich habe mich auch insgesamt über Items, die man auf dem Steam Community Market einfach kaufen kann, informiert, was da sozusagen die besten Items sind und in welche man da wahrscheinlich eher investieren sollte und welche man eher meiden sollte, ja. Der allererste Skin, den ich euch empfehlen würde, den ihr auch kaufen könnt, neben Keys, wo immer gut zum Traden ist, ist eine AK Redline in Field Tested. Nicht Minimum Wear, nicht World Worn, Field Tested. Der Skin kostet eigentlich immer um die 5 Euro auf dem Steam Community Market. Das entspricht ungefähr 2 Keys. Also das könnt ihr auch immer sozusagen im Hinterkopf behalten. AK Redline ist gleich 2 Keys. Und die Redline ist eigentlich, ich würde sagen, das Item, was neben Keys am gernsten gesehen wird bei Trades, weil
Eine Redline kann man extrem einfach auf dem Steam Community Market verkaufen, ja, für 5 Euro. Dann hat man sozusagen das Geld wieder drin als Gegenseite, als gegengesetzten Trader. Und die würde ich einfach empfehlen, weil sie steigt nicht viel, sie fällt nie oder fast nie im Preis. Und ja, ist eben sozusagen immer ungefähr diese 2 Keys wert. Wenn es jetzt aber schon in den höheren Bereich geht, ich sage jetzt mal so 20, 30 Euro, dann würde ich ganz ehrlich die AWP Asimov euch empfehlen, sozusagen als noch höheren Skin, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben höhere Items traden wollt, zum Beispiel im 100, 200 Euro Bereich, dann ist es vielleicht nicht so cool, wenn ihr dann mit, sagen wir, 20 bis 40 Redlines hier in den Trade kommt, sondern dann sind zum Beispiel AWP Asimovs am besten, das sozusagen im 20, 30 Euro Bereich der beste Skin. Die AWP Asimov kostet immer so ungefähr zwischen 25 und 30 Euro. Derzeit kostet sie 28 Euro auf dem Steam Community Market, aber es ist eben auch ein Skin, der sehr oft auf dem Community Market verkauft wird und dazu eben noch sehr wenig im Preis eben fällt oder steigt, ja. Und sozusagen 28 Euro kann man ja ganz einfache Rechnung machen, sozusagen was die Asimov dann ungefähr wert ist. Also sagen wir jetzt mal, die kostet so 28 Euro, 27, 28 Euro, dann sind es ungefähr 11 Keys, ja, und so kann man eben auch im Hinterkopf immer rechnen. Also bis jetzt haben wir die Case Keys, dann die Aka Redline sozusagen als höheres Item wie die Keys, ja, das kann man sich sozusagen vorstellen, die Keys sind, ist wie ein 1-Euro-Stück zum Beispiel, die Redline ist wie ein 2-Euro-Stück und die Asimov ist zum Beispiel wie ein 10-Euro-Schein beim Trading. Ja, so kann man sich das Ganze visualisieren. Dann, wenn es im höheren Bereich noch geht, also wir sprechen jetzt von 200 Euro herum, dann ist das M9 Doppler, würde ich jetzt mal meinen, mit dem M9 Tiger Tooth so die 2 Items, die da eigentlich sehr, sehr gerne im Trading gesehen werden. Ja, also das sind auch wieder so Skins, die eigentlich relativ stabil im Preis sind. Also jetzt ein M9 Doppler kostet so um die 200, 220, 230 herum. Und da schwankt der Preis zwar manchmal leicht, aber es ist eben immer noch einer von diesen High-Tier-Trader-Skins. Ja, das war eine Tiger Tooth, schwankt schon eher so zwischen 270 und 290 Euro, würde ich jetzt ungefähr sagen. Aber es ist eben auch eins von diesen Skins, wo eben wenig steigt und auch im höheren Trading-Bereich wirklich sehr beliebt sind. Beim M9 Tiger Tooth ist ja die Float und das Pattern eigentlich komplett egal. Und beim M9 Doppler normalerweise auch. Also ich würde jetzt halt nicht unbedingt mir jetzt ein Ruby oder ein Saphir zulegen, um das dann besser zu traden. Dazu kommen wir nämlich später noch einmal. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel möglicherweise eine AWP Asimov, eine AWP Dragonlord viel testet traden wollt, dann sind natürlich M9 Dopplers oder M9 Tiger Tooths um einiges lieber gesehen, wie jetzt zum Beispiel 20, 30, 40 AWP Asimovs. Ja, ihr versteht, was ich meine. Da legst du dann lieber 3 M9 Tiger Tooths in den Trade zum Beispiel, anstatt jetzt 30, 40 AWP Asimovs. Sozusagen kann man sich jetzt das wieder visualisieren. Das M9 Doppler ist jetzt ungefähr ein 100-Euro-Schein. Einfach nur so als grobes Beispiel. Wenn es dann aber schon in die höhere Preisdistanz geht, dann würde ich euch empfehlen, ein KMB Tiger Tooth zu nehmen. Das KMB Tiger Tooth ist sozusagen im noch nicht ganz extrem hohen, aber schon im höheren Trading-Bereich das Item, was eigentlich am stabilsten ist und was auch wirklich sehr gerne gesehen wird. Das KMB Tiger Tooth kostet ja ungefähr zwischen 350 und 400 Euro, also wenn man es auf Obi Skins eben kauft. Im Steam Community Market kostet es auch immer so ungefähr 370 bis 380 Euro, ist sehr stabil und ist auch ein Skin, der eigentlich nie im Preis fällt. Wie gesagt, ist sehr stabil. Das ist jetzt zum Beispiel ein Skin, wo man oder den man eher dann in den höheren Bereichen tradet. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine AWP Dragonlord Factory New kaufen wollt, kostet ungefähr 1200 Euro, dann ist es natürlich auch wiederum besser, 3 Karambe Target Tubes jetzt hier reinzulegen, wie jetzt zum Beispiel 6 oder 7 M9 Dopplers oder weiß Gott wie viele AWP Asimovs, ja. In dem Bereich ist es denen eben um einiges besser, oder wenn man zum Beispiel eine StatTrak Factory New Howl traden will, dann eignet sich einfach so ein Karambe Tiger Tooth um einiges besser. Das kann man sich jetzt zum Beispiel so wie ein 200-Euro-Schein visualisieren, ja.
Und für die Leute, wo mein Video anschauen, wo jetzt vielleicht noch mehr Geld über haben, also ich glaube eigentlich fast schon, dass die nächsten Tipp oder das nächste Item jetzt keiner mehrfach in seinem Inventar hat, aber okay, wenn es einer hat, gut, ja. Das ist nämlich die AWP Dragon Lore und das ist sozusagen die höchste Währung in CSGO, das mit Abstand stabilste Item in diesen höheren Bereichen. Eine M4A4 Howling Stat Track schwankt oft im Preis, eine AWP Dragon Lore ist eigentlich wirklich fest im Preis, ungefähr 1200 €, ja, und diese AWP Dragon Lore Infection ist sozusagen das riesengroße Trading Item, kann man sich sozusagen wie einen 500-Euro-Schein vorstellen in CSGO. Und die Dragon Lore ist dann wirklich aber dafür da, wenn man diese absoluten High-Tier Knives, wie zum Beispiel ein richtig krasses Blue Gem Karambit zum Beispiel kaufen will, oder eine Souvenir Dragon Lore, dann eignen sich eben solche AWP Dragon Lores in Factory New. Und bevor ihr jetzt hier irgendwie denkt, okay, ich will jetzt ein höheres Knife traden, oder ein höheres Item, zum Beispiel ein Souvenir traden, wie gesagt, die AWP Dragon Lore in Factory New ist sozusagen das höchste Item, aber bevor ihr jetzt irgendwie ein AWP Dragon Lore in Field Tested kauft, dann kauft lieber zwei Karambit Tiger Tubes, nur so als kleines Ding, weil die AWP Dragon Lore in Field Tested ist wiederum so ein Skin, wo nicht so gerne gesehen wird beim Traden. Zumindest mal, was ich jetzt auch mit gewissen Leuten geschrieben habe. Ich habe auch mit dem einen oder anderen High-Trader geschrieben, sozusagen, ob die mir in diesem höheren Bereich ein paar Tipps geben können. Ja, also vielen, vielen Dank an euch. Und ja, das war jetzt sozusagen das kleine Video zu diesem Thema. Ich sage es einfach noch einmal, ja. Also sozusagen, wenn ihr im niederen Bereich, im niedrigeren Bereich traden wollt, dann eignen sich Case-Keys extrem gut, egal welche Keys. Wenn ihr in den mittleren Bereich traden wollt, Acker Redlines oder AWP Asimovs, im höheren Bereich sind es dann M9 Dopplers oder M9 Tiger Tooths in Factory New. Im noch höheren Bereich ist es dann das Karambit Tiger Tooth und im höchsten Bereich ist es dann die AWP Dragon in Factory New. Ja, wie gesagt, ich habe diese Informationen zum einen von meinen eigenen Erfahrungen. Im niederen Bereich habe ich auch schon ziemlich gute Trading-Erfahrungen, kann ich selber behaupten. Und diese höheren Informationen zu diesen höheren Items, diese höhere Information. Ich habe ein, zwei Kollegen oder eben Bekannte, die eben mit wirklich High-Tier-Sachen traden, die Howls im Inventar haben und auch eine Dragon Lore zum Teil. Und mit den Leuten habe ich eben geschrieben, die haben mir auch diese Informationen zukommen lassen. Ebenso habe ich mich auf Reddit ein bisschen mal informiert, in diesem Trading-Forum. Und ja, das war's mit dem heutigen Video, würde ich mal meinen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einiges gebracht. Und ich werde dann in den nächsten Tagen vielleicht so ein die schlechtesten Items zum Traden nehmen. Werde mir da ein bisschen was raussuchen. Werde da auch wieder mit ein paar Leuten reden. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst gerne eine positive Wertung da. Wir sagen es aus dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.